So, die Symmetrie, wenn ihr sie denn schriftlich bestimmen müsst und es wie bei ganz rationalen Funktionen nicht einfach handhaben könnt mit den Hochzahlen, also den Exponenten, das ich sicherlich mal gehört, nur gerade Exponenten heißt Achsensymmetrie. Jetzt wirklich ein rein schematischer Ablauf. Ihr habt vielleicht an der Tafel mal gesehen, f von minus x gleich f von x etc. Ich habe wirklich einen Ablauf, wo ihr sagen könnt, das klappt immer und ihr kommt auf jeden Fall zum Erfolg, egal welche Funktion ihr da habt, wenn es um die Untersuchung auf Symmetrie geht. Wir haben als Beispiel folgende Funktion gegeben, x hoch 4 plus x Quadrat. Ihr seht natürlich direkt, ist eine ganz rationale Funktion. Nur gerade Exponenten, also nur gerade Hochzahlen, ihr könntet direkt sagen, ist achsensymmetrisch. Jetzt der Ablauf. Ich setze überall da, wo ein x ist, ein minus x in Klammern rein. Minus x hoch 4 plus minus x hoch 2. Ich multipliziere aus hoch 4 oder hoch 2, jeweils eine gerade Zahl, ein gerader Exponent. Eine Minuszahl hoch einem geraden Exponent ergibt natürlich wieder eine positive Zahl, also kommt genau das Gleiche wieder raus. X hoch 4 plus x Quadrat ist genau das Gleiche wie die Funktion selber. Damit wären wir hier fertig. Achsensymmetrie. Festhalten, wenn ich überall da, wo ein x ist, ein Minus x einsetze, dann Ausmultiplizierung, es kommt genau das Gleiche wieder raus. Genau wie der f von x haben wir Achsensymmetrie, Ende. Was ist, wenn wir ein Beispiel haben, wo nicht genau das Gleiche wieder rauskommt? Nehmen wir f von x gleich x hoch 3 plus 2x. Die Hochzahl wäre eine 1. Ihr würdet natürlich auch sofort argumentieren können, 3 und 1 nur ungerade Exponenten, punktsymmetrisch. Jetzt rein der technische Ablauf. Ich setze überall da, wo ein x ist, ein Minus x rein. Minus hoch einer ungeraden Zahl ergibt wieder Minus. Plus 2 mal minus x ist wieder minus 2x. Plus mal minus ist minus. Wir haben also nicht genau das gleiche wie f von x. Ungleich f von x, haben also keine Achsensymmetrie. Was mache ich jetzt? Ich nehme die Ergebnisse von gerade. F von minus x, haben wir herausgefunden, ist minus x hoch 3 plus minus 2x. Beide Seiten mal minus 1. Immer minus f von minus x, ich habe hier einfach mal minus 1 genommen, die komplette Seite mal minus 1, rein multiplizieren ergibt x hoch 3 plus 2x. Was kommt raus? Genau wie der f von x. Wenn bei diesem zweiten Schritt f von x rauskommt, haben wir eine Punktsymmetrie. Kurz festhalten, ich setze überall da, wo ein x ist, ein minus x rein. Ich multipliziere raus. Kommt nicht das gleiche wie f von x heraus? Kann ich sagen, keine Achsensymmetrie, schnappe mir das, was ich bisher herausgefunden habe, nehme beide Seiten mal minus 1, multipliziere die rechte Seite aus, komme ich dann auf f von x, habe ich eine Punktsymmetrie. Wenn nicht, dann hätte ich keine Symmetrie, Ende. Nicht mehr drüber nachdenken, immer das Gleiche. Als Beispiel dazu eine Abwandlung einer e-Funktion, f von x gleich x mal e hoch minus x Quadrat. Ich setze überall da, wo ein x ist, ein minus x rein. Minus x mal e hoch minus bleibt, für das x in Klammern ein minus x. Minus x wird minus x. Minus x hoch 2, minus hoch 2, etwas geradem, ist natürlich wieder positiv, aber mal minus, minus x Quadrat. Es kommt nicht genau das gleiche wie f von x raus, also ungleich f von x, wir haben keine Achsensymmetrie. Ich nehme die Ergebnisse von gerade, f von minus x ergab minus x mal e hoch minus x Quadrat. Ich nehme beide Seiten mal minus 1. Minus 1 mal minus ist plus. Oben im Exponent, Achtung, passiert nichts. Was kommt raus? Genau wie der f von x. Ich kann sagen, wir haben eine Punktsymmetrie. Wäre nicht das gleiche rausgekommen, hätten wir keine übliche Symmetrie. Nochmal kurz im Ablauf. Ich setze überall da, wo ein x ist, ein minus x in Klammern rein. Ausmultiplizieren. Kommt f von x raus, haben wir eine Achsensymmetrie. Wenn nicht, den Schritt gehen, das Ergebnis von gerade nehmen. Also f von minus x und dann entsprechend was rauskam. Beide Seiten mit minus 1 multiplizieren. Links kommt immer das gleiche raus, minus f von minus x. Rechts nur ein bisschen darauf aufpassen, ob ich wirklich in eine Klammer rein multiplizieren muss oder aufpassen muss, dass ich nicht in den Exponenten rein multipliziere. Kommt dann f von x raus, haben wir eine Punktsymmetrie. Wenn nicht, keine. Symmetrie abgehakt.